So, da bin ich wieder. Zurück zum Spiel. Amanda, tut mir leid, was geschehen ist. Aber können wir nicht trotzdem zusammenarbeiten? Es gibt kein Wir, Lara. Das gab es nie. Da unten gab es nur mich. Mich und das hier. Erinnerst du dich? Ich habe es berührt und es berührte mich. Ich bezweifle, dass das gut war. Ich hab's gezähmt und unterworfen. Ja. Mein Gott! Amanda! Etwas freundlicher als damals im Paraiso. Ich habe ihm einiges beigebracht. Bist du verrückt? Boah, es hat unsere Freunde getötet, Amanda. Und beinahe uns. Ja, aber mir hat es das Leben gerettet. Es ist alles eine Frage der Achtsamkeit. Aber du solltest dich fernhalten. Es ist ein wenig launisch. Geh ihm aus dem Weg, Lara. Ich kontrolliere es nicht. Ich entfessle es nicht. Es tötet alles in seinem Weg. Keine Ahnung, wie die Steuerung mit Dingsbums ist. Och, wie kannst du das denn einpacken? Es ist doch unglaublich. Lara, nicht schießen, danke. Es ist doch eine Last. Gut gehabt. So, jetzt geht's aber rund hier. Nee, das Ganze vergessen. Irgendwie kriegt das kaum Damage. Es ist doch unglaublich. Es ist so krass. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich mit der Steuerung nicht klar. Es ist alles irgendwie total... Es ist nicht geil. Ja, kann ich das irgendwie überspringen? Ja, kann ich. Geh ihm aus dem Weg, Lara. Ich kontrolliere es nicht. Ich entfesse es. Es tötet alles in deinem Weg. Gut. Ich will mich über diesen Glitch jetzt nicht aufregen. Ich weiß ungefähr, wie ich das machen muss. Die Frage ist nur, habe ich die Zeit dafür? Habe ich jetzt in der Filmsequenz Aua gekriegt? Nein. Ich weiß ein bisschen was über die Testtechnologie, aber die so hier, das wäre jetzt.
Was? No. Ich verstehe. Dass du da rauskommst, Mädchen. Du hattest nur Glück. Ist dir das klar? Glück und Können, mein Freund. Ja, ist klar. Lauf und überleg nicht lang. Hat alles da was über die Karte rausgefunden? Bin zurück. Du wirst es nicht glauben, wenn ich dir sage, wohin sie führt. Im Augenblick glaube ich, ehrlich gesagt, so ziemlich alles. Cornwall. Moment, meinst du etwa unser Cornwall, Alistair? Das und kein anderes. Gut, mal sehen, wer als erster da ist. Super. Sie haben neues Kornsinn. Anprobieren gehen Sie in Lara's Schlafzimmer. Oh, da gehe ich gerne hin. Und weiter. Das fordert schon einiges. Die Grenze zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. King Arthur. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Oh, sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. So, und ich muss jetzt im König Arthur Museum. Schön. Entweder muss die Haushälterin gefeuert werden oder hier war seit Monaten niemand mehr. Ich würde eher sagen, da war jemand. Da war schon einige Zeit niemand mehr. Ja, gucken wir mal. Warum hast du denn nach da oben geguckt? Da oben hin muss ich. Jo. Ist die Frage, wie komme ich denn da hoch? Hierhin komme ich nicht. Wir laufen mit Strom. Ich muss die Energieversorgung finden. Da unten scheint alles so ziemlich dicht zu sein. Versuch's doch mal weiter oben. Der Laden hat schon bessere Zeiten gesehen. Professor Worth verlassen, wenn ich daran denke, dass der mal Studenten hatte. Alles klar. Oh mein Gott. Nee. Bitte, ich wollte doch nur. Speichern. Erfolgreich. Hallo. Oh, laden. Jetzt habe ich das Spiel gebrokt. Gut, hat noch geklappt. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, will ich hier was gucken. Hey, was haben wir denn da? Na los, Lara. Sieh schon raus. Keine König von England-Scherze, Alistair. Ich muss wohl erst den Strom einschalten. Ach so, okay. Gut. Ja, festgepackt. Zeiten gesehen. Es ist seit dem Tod des Besitzers eines gewissen Professor Worth verlassen,
Tja, wahrscheinlich haben sich die Studenten nicht so darüber gefreut. Nein! Hierhin. Dann nach da oben. Und jetzt hier einfach runter. Und Strom angemacht. Ja, es war so klar. So, Strom hätten wir. Ich? Nein. Hey, warte. Jetzt kannst du doch zurückgehen und Excalibur ausziehen. Das ist nicht Excalibur. Das Schwert im Stein und Excalibur waren zwei verschiedene Schwerter. Artus bekam Excalibur, nachdem das Schwert aus dem Stein im Kampf gegen Pelinor zerbrach. Wieso begreift das denn niemand? Einfach, weil es niemanden interessiert. Jungs. Sorry. Einfach, weil es niemanden interessiert. Herrlich. Schön. Alles klar. Tretet näher und höre die Geschichte von König Arthur. Ein einziger und wahrer König. Merlin erachtet euch als Fürst. Merlin würde sich im Grab umdrehen, wenn er dich hören könnte. Das ist ja mehr als lächerlich. Kann es sein, dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Okay. Die Ritter der Tafelrunde. Ja. Seht den Heiligen Gral. Diese Vision von Knecht Christi erschien Artus und seinen treuen Rittern. Sogleich machten sich einige von ihnen auf, den Heiligen Gral zu suchen. Es waren derer vier. Ups. Ja, jetzt bin ich runtergefallen. Blöd gelaufen, aber hier komme ich wieder hoch. Vielleicht finde ich hier noch ein Secret. Nein, finde ich nicht. Okay. Ja, wie gesagt, das war ja eigentlich bei mir auch so ein bisschen... Da habe ich ja so ein bisschen selbst so ein... ein bisschen nachgeguckt. Bei meiner Gruppe Ritter der Abendrunde. Daraus ruht ja nichts mehr. Hey, drück doch mal auf den Knopf. Das ist für alles so wie eine Elektroschocktherapie. So versammelte König Artus die größten Ritter seines Reiches. Ja, das Problem war halt... Ja, ich schaff's natürlich auch hier noch zu sterben. Ich glaube eher, dass es ihm gut tut. Dingsbums, es war ja so, dass, was weiß ich, es war halt, wir hatten halt schöne viele Spiele, hatten auch Bock drauf, aber das Problem war halt, dass ich viele einfach... Schön, dass du einfach runterfällst, Lara. Dass ich ja viele einfach leider Linksbums hatten. Dass die meisten einfach keine Lust hatten. Sich auch mal vielleicht das ein oder andere neue Spiel zuzulegen. Und was trug sie zu mit Excalibur, dem Schwert der Legende? Merlin war ja, halt schade. Ist Excalibur nicht das Schwert im Stein gewesen? Es waren zwei Schwerter, verdammt nochmal! Hey, Sid, das war zu einfach. Na gut. Hallo. Excalibur, vor seinem Tod, bat Artus seinen letzten Ritter, Sir Medivere. Excalibur, der Herr des
Ich finde es gerade ultra spannend. Naja, auf jeden Fall, was ich... Ich will jetzt... den ganzen... die Geschichte nicht kaputt machen. Aber das ist halt wirklich leider der Fall. War ja wirklich sehr ein bisschen schade. Das römische Regenträger, die Legende könnte von ihm geboten. Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das passt aber. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde. Sei nicht so streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen. Dingsbums. Wie gesagt, Ritter der Abendrunde war ja so ein bisschen daran angelegt, um diese Artus und die... Okay, ich kann hier irgendwas bewegen, das ist schön. Auf jeden Fall war ja eigentlich Ritter der Abendrunde so ein bisschen daran angelegt. Das Problem war ja halt, dass es, naja, ich weiß nicht, irgendwie hatten die Leute zwar so halb Lust dazu, aber auch nur halbwegs. Oha. Fand ich persönlich ein bisschen schade. Und am schlimmsten war ja, dass man sich dann auch nicht irgendwelche schönen Spiele mal zulegen wollte. Das war dann halt auch ein bisschen doof. Und ja, das ist dann halt für eine Zockergruppe oder so ein bisschen blöd, wenn die Leute irgendwie nur gratis irgendwas machen wollen und sagen, okay, ich will mir jetzt nichts zulegen diesbezüglich oder will mich jetzt nicht an irgendwelche Treffen halten. Und ja, das fand ich halt ein bisschen schade. Aber dann sieht man halt, da weiß man halt schon, was man zu halten hat von manchen Sachen. Oh, diese Steuerung, die ist einfach unglaublich. Wie konnte ich das Spiel damals so spielen? Also, Controller optimiert ist das nicht. So, weg damit. Hauptsache fort. Ja, die Lara ist kein... Fachlagerist. Ist vielleicht nicht so gut. Ich persönlich habe ja den Staplerschein. Gut. Schäfe, Schäfe. Boah, zum Glück arbeite ich nicht bei Amazon. Nee, auf jeden Fall fand ich ja halt ein bisschen schade diesbezüglich. Weil, ja, weiß nicht. So, alle hatten so Lust und waren voll dabei, aber so richtig halt nicht. Und ja, und dann, als man sich dann ein paar Spiele rausgesucht hat, immer nur dieses gratis Zeug und ich will irgendwie Teil von irgendwas sein, aber nichts dazu beitragen, denke ich mir dann auch, ja, ist es jetzt. Nicht ganz so geil. Ich weiß jetzt, was ich mit den Kisten machen soll. Ach, Steam, danke. Wenn ich das wieder raustäbe, dann stürzt das Spiel wieder ab. Wetten? Warte mal, ich kann es noch über Handy gucken. Naja, auf jeden Fall, das fand ich halt bei der Ritter der Abendrunde ein bisschen schade. Und, ja. Ich glaube, da war auch dieser Hate unbewusst mit drin, weil ich da ja so viele Dislikes bekommen habe. Das nicht höher. Vorsichtig ab.
absetzen, dann passt das. Perfekt. Und jetzt muss eigentlich nur noch ein anderes Teil. Hoffentlich fahre ich da nicht runter. Kann ich mich da hochgehen? Es ist doch unglaublich. Es ist doch wirklich unglaublich. So, schick das da oben, ja. So, und jetzt hoffe ich, dass ich da so hochkomme, ohne jetzt noch... Ja. Ah, das muss das Büro des Professors sein. Das ist genauso schäbig wie sein Ruf. Das musst du gerade sagen. Hm. Der Professor schreibt hier, dass König Arthurs Grab, über dem das Museum errichtet wurde, eine Fälschung ist. Ach was. Wenigstens weiß er, dass ein Museum nur für Touristen ist. Aber Professor Worth war sicher, dass der Sarkophag hier von Arthurs Zeitgenossen platziert wurde, um Diebe von der tatsächlichen Grabstätte abzulenken. Die es nicht gibt. Da ist der Professor aber anderer Meinung. Ja. Gut, wissen wir Bescheid. Ansonsten kann ich hier nirgends raus. So, und jetzt geht's auch endlich mal mit der Geschichte weiter. Es ist so... ja, Steuerung ist schon nicht so geil. Wer fällt denn hier mit der Tür ins Haus? Ich. Gut. Das ist definitiv nicht Arthurs Grab.